Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder da sind. Ein neues Video aus der Reihe Eine Brücke von Gott in unseren Alltag. Sie suchen eine Brücke, Sie suchen einen Weg, einen Kontakt zu Gott, dann sind Sie hier durchaus richtig. Wir suchen alle gemeinsam. Ich habe den Weg, den Kontakt, die Brücke auch nicht irgendwie gefunden. Ich mache mir nur Gedanken, wie die Brücke aussehen könnte, was das sein könnte. Und ein Baustein oder ein Teil dieser Brücke ist, denke ich, die Bibel. Und so verstehe ich das Ganze hier. Ich möchte Ihnen einen Text aus der Bibel vorlesen, heute einen aus dem Neuen Testament und dann ein paar Gedanken von mir Ihnen dazu mitteilen, als Anstoß, als Impuls zum eigenen Nachdenken, zum eigenen Überlegen. Ein Text aus der Apostelgeschichte. Petrus und Johannes gingen zur Gebetszeit um die neunte Stunde in den Tempel hinauf. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an das Tor des Tempels, das man die Schöne Pforte nennt. Dort sollte er bei denen, die in den Tempel gingen, um Almosen betteln. Als er nun Petrus und Johannes in den Tempel gehen sah, bat er sie um ein Almosen. Petrus und Johannes blickten ihn an, und Petrus sagte: »Sieh uns an!« Da wandte er sich ihnen zu und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte: »Silber und Gold besitze ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazuräers steh auf und geh umher.« Und er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich kam Kraft in seine Füße und Gelenke, er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Dann ging er mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Alle Leute sahen ihn umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn als den, der gewöhnlich an der schönen Pforte des Tempels saß und bettelte, und sie waren voll Verwunderung und Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Ein Mensch in einer ziemlich prekären Lebenssituation. Von Geburt an gelähmt, unfähig, etwas selbstständig zu tun, liegen gelassen von allen Menschen. Aber immerhin von Einzelnen regelmäßig zu dem Platz getragen, an dem er betteln konnte. Er schaut vermutlich auf den Boden, verschämt, deprimiert, resigniert. Vielleicht streckt er seine Hand aus, damit die Leute, die in den Tempel gehen, ihm dorthin etwas hineingeben. Das Schicksal dieses Menschen ist schon grausam. Selbst die Menschen, die in den Tempel gehen, geben ihm vermutlich nur wenig. Im Tempel beten sie zum Gott, dem Gott der Liebe, dem Gott, der ihnen in das Buch des Lebens diktierte: Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Lesen wir im 5. Buch Mose. Okay, das tun sie. Sie gehen in den Tempel, um ihren Gott zu huldigen. Aber Gott hat ihnen noch mehr mitgegeben. Im 3. Buch Mose lesen wir: Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Hier sehe ich nun, sagen wir mal, Nachholbedarf. In den Tempel gehen, um Gott anzubeten, damit Gott sich geliebt fühlen kann. Der Gelähmte aber wird offenbar im Sinne der Nächstenliebe nicht wirklich geliebt. Er erhält Almosen, aber offenbar nicht so viel, dass er davon mehr oder weniger selbstständig leben könnte. Sonst würde man ihn nicht täglich an die Pforte des Tempels tragen. Eine minimale Nächstenliebe wird ihm zuteil. Ist es das, was Gott wollte? Minimale Nächstenliebe? An mehr oder weniger gedankenloses und damit auch liebloses Geben von Almosen? Diese beiden Gebote, Gott lieben und den Nächsten lieben, stammen aus den Büchern Mose, sind also uralte göttliche Gebote. Jesus macht es in seinen Erzählungen und Gleichnissen noch viel deutlicher. Zum Beispiel mit dem Gleichnis des barmherzigen Samariters aus dem Lukasevangelium. Ich lese es mal kurz vor, einen Ausschnitt davon. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm, er sah ihn und hatte Mitleid. Ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden
und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: »Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.« Es geht Jesus und damit wohl auch Gott nicht nur um eine minimale Nächstenliebe, sondern eine solch umfassende Hilfe und Unterstützung, dass der Leidende wieder leben kann, selbstständig, geheilt. Das haben die Jünger Jesu, allen voran Petrus und Johannes, wohl gelernt. In der Apostelgeschichte oben haben wir gehört, dass sie den Gelähmten ansprechen und ihn buchstäblich auf die Beine gestellt haben, damit er wieder selbstständig sein Leben leben und gestalten kann. Sie haben ihm explizit kein Geld gegeben, sie hatten schlicht keins dabei, aber sie haben ihn gesehen, haben ihn angesehen, haben ihn sogar aufgefordert, sie anzusehen. Blickkontakt herzustellen. Ein Kontakt von Auge zu Auge, von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz. Dies haben sie aber nicht von sich aus getan. Sie haben den Namen Jesu angerufen. Jesus möge diesen Gelähmten heilen und ihnen ein lebenswertes Leben zurückbringen. Jesus hat es getan. Nach außen hin wirkt es wie ein Wunder. Wenn der Gelähmte tatsächlich eine medizinisch bedingte Lähmung hatte, zum Beispiel sowas wie eine Kinderlähmung, dann wäre es tatsächlich eine unerklärliche Heilung. Ich sehe aber diese biblische Geschichten noch auf einer zweiten Ebene, der seelischen Ebene. Wenn jemand von Kindheit an irgendeine Einschränkung hat, irgendein Makel, ein Mangel, ein Fehler, sei es körperlich, sei es seelisch oder im Verhalten, dann ist es auch heutzutage nicht selten, dass dieses Kind sich wenig geliebt fühlen könnte. Dass es spätestens in der Schule ausgegrenzt, verlacht, vielleicht gemobbt wird. Wenn dieses Kind nun nicht selbst die Kraft hat, dagegen anzukämpfen, würde es sich vielleicht in sich zurückziehen. Es wird sich selbst von denen fernhalten, die es lieblos behandeln. Es wird vielleicht depressiv werden, Angst vor den Menschen haben. Es wird seine Mitmenschen nicht anschauen. Es wird das, was im Leben getan werden muss, nicht aus freien Stücken selbstständig tun, sondern es wird vermutlich sich nur mit Hilfe und Unterstützung aufraffen, etwas zu tun. Sei es in der Schule, bei Ausbildung und Beruf, vor allem aber auch im zwischenmenschlichen Bereich. Es könnte angewiesen sein auf andere, die es im übertragenen Sinne zu den notwendigen Aktivitäten tragen, um wenigstens ein Minimum für das eigene Überleben zu tun, und sei es betteln. Es geht aber nicht nur um das materielle Auskommen. Es geht, und so verstehe ich Jesus, vor allem um das liebevolle Miteinander, das Sehen und Gesehen werden durch andere. Es geht um wertschätzende und mitfühlende Beziehungen, Unterstützung aus Liebe und nicht aus einem moralischen Pflichtgefühl. Menschen brauchen liebevolle und mitfühlende Beziehungen. Sie brauchen die Berührung an Haut und Herz. Zumindest die beiden Jünger Petrus und Johannes haben dieses Prinzip Jesu verstanden. Sie geben dem Gelähmten, was dieser wirklich braucht, die Nächstenliebe, den Mut und den Glauben an eine Zukunft, die er selbst gestalten kann. Dadurch kann er aus seiner depressiven, deprimierten, traurigen Stimmung und Situation ausbrechen. Wenn Petrus und Johannes das erreichen konnten, können wir dies auch? Ich vermute, dass Petrus und Johannes kein Wunder im engen Sinne des Wortes vollbracht haben, schon gar nicht aus sich heraus, sondern natürlich mit Jesu Hilfe. Wir heute können jedenfalls keine Wunder vollbringen. Wir können aber auch mit Jesu Christi Hilfe den Menschen, die unsere Hilfe und insbesondere unsere Zuwendung und Liebe brauchen, diese geben. Es kostet nichts, nur manchmal ein wenig Überwindung. Ein wenig heraustreten aus der eigenen Komfortzone, zusammen mit der Überlegung und dem Bedürfnis, dass wir auch selbst diese Liebe und Zuwendung brauchen, sehr dringend sogar. Eine liebevolle Berührung an Haut und Herz. Ein Gebet für den Alltag. Gütiger Gott,
Du hast dein erstes Volk, das jüdische Volk, aufgefordert, dich zu lieben, aber auch den Nächsten zu lieben wie sich selbst. So sehr ich dich liebe und lieben möchte, lass mich nicht dabei stehen bleiben, sondern gib mir die Kraft und den Mut, diese dir gebührende Liebe auch meinen Mitmenschen zu schenken. Amen. Was sagen Sie zu diesem Text aus der Apostelgeschichte? Was ging Ihnen durch den Kopf? Hat es Sie in irgendeiner Weise berührt? Lassen Sie es mich und alle anderen gerne wissen, indem Sie Ihre Gedanken, ein paar Stichworte dazu, ein, zwei Sätze in die Kommentare schreiben. Das wäre ganz prima. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, wie immer, klicken Sie auf den Daumen nach oben, gerne auch den Teilen-Button anklicken und das Video an viele andere Menschen weiterteilen. Und wenn Sie mögen, auch gerne den ganzen Kanal abonnieren. Es kostet nichts, ist kostenlos. Wenn Sie schon getan haben, vielen herzlichen Dank. Und denken Sie daran, auch die kleine Glocke am Abonnieren-Button anzuklicken, damit Sie jedes Mal, wenn ein neues Video erscheint, auch eine Information, eine Mitteilung dazu bekommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, gerade jetzt kurz nach Ostern in der Osterzeit, eine gesegnete solche. Bis zum nächsten Video. Tschüss.